Mach mal Licht, Lara, ich sehe schon wieder so herzlich viel. Kann ich hier hochklettern? Wo komme ich denn rein, wenn ich hier wieder an der Seite rund? Oh! Diese Klappe kommt mir bekannt vor. So was habe ich mal zugemacht. Also an der einen Seite ist nicht Leuchtmunition, da sind wieder Fackeln. Ja, nehme ich mit. Habe ich gerade gefunden. Auf der anderen Seite auf den ersten Blick nichts, aber es muss nichts heißen. Das Geile ist, ich brauche wieder die Fackeln, sonst ist es pechschwarz. Stimmt, auf der anderen Seite ist auf den ersten Blick so wirklich rein gar nichts. Und auf den zweiten Blick habe ich auch nichts gesehen. Miss Croft, da wäre eine Platte auf dem Boden. Die könntest du vielleicht untersuchen. No. Nö. Na, die Platte hat vier Seiten. Vielleicht irgendeine. Nö. Jetzt hat sich die Kamera gerade in dem Moment, als ich auf Aktionstaste gedrückt habe, gedreht. Und ich hatte mich schon so innerlich einen ganz kurzen Moment so gefreut. Ja, es tut sich was von dieser Seite. Und was passiert? Nein. Es tut mir ja immer in der Seele weh, zuzugeben, dass das Spiel mich schlägt. Aber Also im Westen konnte ich nichts anfangen. ich auch nichts. Ich gehe jetzt noch mal nach Osten. Und was erwartest du dir im Osten? Falls ich irgendwas übersehen habe. Was passiert, wenn ich den Hebel wieder umlege? Dann blubbert es da wieder. Faszinierend. Ach, Lara, das ist eine Wand. Was hast du hier verloren? Du da. Mit dir rede ich. Du komische Steinplatte. Ich habe schon gedacht, du hast einen neuen Gegner gefunden. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, Laras Waffen, die Ja. klingen auch nicht unbedingt wie Pistolen. Eher so Was? ein bisschen wie ploppende Korken. Ich habe so viele Pistolen in meinem Leben noch nicht gehört. Ja, wirklich viele habe ich jetzt auch nicht gehört. Zumindest keine, die irgendwie ansatzweise echt zu sein vorgeben. Ah, hör auf, Dinge zu tun, Computer. So. Wow! Was hast du gefunden? Ich bin nach Osten gegangen, habe den Hebel unten umgelegt. Ja, habe ich doch gerade auch schon nochmal gemacht. Bin jetzt nach Norden gegangen, jetzt ist hier weniger Wasser. Was? Warum? Weiß ich nicht, aber jetzt. Was auch immer uns das Blubbern anzeigen wollte. Nee, Das da ist Wasser kein unten. bisschen weniger Wasser bei mir. Schwimm mal zum Loch, zum Deckenloch. Zum Deckenloch. Ich dachte sofort beim Seil. Nee, zum Deckenloch. Aber jetzt können wir den Hebel umlegen.
Sekunde, Sekunde, Sekunde. Soweit bin ich noch lange nicht. Dann warte ich vom Okay. Hebel. Was auch immer uns das Blubbern sagen sollte, ich wäre nicht von dem Blubbern auf, ihr könnt jetzt da lang schwimmen, da ist weniger Wasser gekommen. Ja. Ich habe daraus irgendwie geschlussfolgert, da steckt vielleicht was fest und wir müssen noch was losmachen, bevor wir den Mechanismus anbringen können. Lass uns diesen Hebel drücken. Ich betätige den Hebel. Jetzt ist das da unten aufgegangen, oder was? Ja. Bevor ich wieder ins Wasser springe. Na gut, also bevor ich wieder im Wasser weiter schwimme, speichere ich. Übrigens sind beide Platten aufgegangen. Da ist noch eine? Ja, da waren zwei. Ich habe bisher immer nur Auf eine einer ist gesehen. Uzi-Munition. Ja, die habe ich gerade gefunden. Ich dachte, das wäre die einzige Platte. Ne, da gibt's noch eine zweite. Lara, nimm diese blöde Uzi-Munition mit. Aber mit der zweiten ist nichts. Sekunde. Das ganze Hin- und Hergerenne für zwei Platten. Obwohl, nee, nicht unbedingt. Wir haben ja noch die im Westen eine Platte Warte, 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 dieser warte, warte, Art. warte, warte, warte. Wir gehen jetzt zurück zu dem Seil. Ja gut, wir gehen zurück zum Seil. Weil diese Platten, die wir gerade aufgemacht haben, haben noch mehr Wasser abgelassen. Auch gut. Lara. Und jetzt Aber geht ich der meine, um Quatsch nach West. auf. Der Quatsch im Westen? Nein, 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 der Quatsch, wo. Direkt beim Seil. Ach, der Quatsch direkt beim Seil. Und danach? Keine Ahnung, danach war erstmal ein Gegner. Der hat mich erschossen. Also fast. Der ist nicht danach, der ist davor schon. Nö, der hat mich erst, als ich rausklettern wollte. Und danach sehe ich wieder nichts, weil es so dunkel ist. Da kann ich hochklettern. Nein, Lara, nicht einfach an der Wand langlaufen, hochklettern! Na. Ich bin ein bisschen blöd. Mich hat dieser. Hat er dich erschossen? Nee, das nicht. Lara, wie wär's denn, wenn ich so in der Also Ka diese Ansicht bei mir ist gerade sehr gruselig. Welche? Ja, ich sehe durch Laras Arm hindurch zu ihrem anderen Arm und irgendwie hängt da eine Waffe, die da nicht hängen sollte und, oh Gott. Lara, zieh. Zieh wieder. Nein, Lara, nicht springen. Zieh an diesem blöden Hebel. Lara, wir müssen hier weg. Boah, okay. Ach, ich wollte mich euch jetzt auslachen. Da dreht Lara anstatt zu drehen wieder komplett durch, springt wieder runter. Oh Gott, Lara. Wir hatten die hinter uns gelassen und jetzt sind wir wieder bei den Blöden. Ich bin ein bisschen. Lara. Wir hatten's. Und jetzt sind wir wieder voll in der Bredouille. Danke auch, Frau Croft. Was hast du gemacht? Ich renne gerade vor Untoten weg. Und ich war Oh. war ihnen entkommen, stand auf einer sicheren Plattform, wollte mich umdrehen. Lara macht einen Schritt nach hinten und steht wieder unten bei ihnen. Also wenn du schon sagst, dass da wieder Untote kommen, Ja. habe ich keine allzu große Lust, dir zu folgen. Weißt du, was das Lustigste ist? Ich habe sie mit Granaten beschossen. War ihnen reichlich egal. Oh toll, sie kommen hier rauf. Ich muss hier weg. Wie sie kommen darauf? Sie können mir folgen. Nein, Gott, bitte, Lara! Was muss ich denn jetzt hier machen? Well, how should I know?
I'd suggest running! Ja, wohin? How would I know? Ach, das ist eine falsche Ansicht. Super, ich dachte, ich guck gerade die Rampe rauf zu denen und könnte in Ruhe ein bisschen auf die schießen. Da merke ich, dass die Kamera sich gedreht hat und die quasi direkt vor mir steht. Laden. Da war ein Loch im Boden. Das macht das Loch im Boden. Ich weiß nicht, stirbst du bei dem Loch? Ziemlich. Butch. Okay, da dachte ich vielleicht bei diesem Loch nicht, weil sie da nicht schreit, aber so einen Millimeter vom Boden fängt sie an zu schreien. Das war so ein... ein Ach! Ein Ach! Genau. Das A war noch ihre Stimme, der Rest waren ihre Gliedmaßen. Okay, wo komme ich raus? Wo komme ich raus? Wo habe ich zuletzt gespeichert? Lara, wenn wir das vernichten könnten. Would be very nice. Tut's du nicht. Ja, super. Ja, sagt ihr da unten mal. Wah! Aber sehe ich das richtig, dass du auch da in einem Gedöns eingesperrt bist mit zwei Rittern? Ja. Also die von Kreu. Ja. Im Übrigen musste ich Joe vorhin mal ganz ernsthaft sagen, wir sind nicht von Kreu. Lara kommt, um ihn zu retten, und sein erster Satz ist: Ich wusste es von Kreu. Was? Haha. Ich kann mit meinen Rittern fangen spielen. Also, ich werde meine Ritter jetzt so versuchen zu verwenden, wie auch Grumpy. Du meinst, dass sie das Zeug einschlagen? Richtig. Oh, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Du stirbst. Ping. Eben, Ping könnte passieren. Mehr kann doch gar nicht passieren. Eben. Ping könnte passieren, und wenn ich neu lade, habe ich Laras Hintern im Gesicht. Richtig. Das könnte passieren. Kommt, ihr Kreuzritter. Ich bin Clara Luft. Clara Luft? Ja, wer soll sie denn sonst sein? Kara Luft? Ja, auch gut. Hey, die Grumpy-Theorie war super. Ja, ich bin nur leider in den Abgrund gesprungen. Nee. War nicht super? Doch. Doch, ich bin nicht in den Abgrund gesprungen. Es bringt uns sogar weiter? Ja. Ich bin in einem Raum mit jede Menge Feuern. Clara, das war so nicht ganz so. Fackel. Clara, auch das war so nicht geplant. Das Problem ist, ich habe zwar diese Idee, wie ich das machen soll, aber ich weiß nicht, wie ich es anstellen kann. Ich habe mich einfach da vorgestellt und habe gewartet, dass sie mich gehauen haben. Ja, das Problem ist nur, es geht mir gar nicht mehr gesundheitlich ganz so furchtbar gut. Ja, siehst du, mir ging es noch ein bisschen besser und ich habe das dann einfach in Kauf genommen. Ich glaube, in Kauf nehmen könnte ich das auch noch, aber gerade hat es nicht die gewünschte Wirkung gezeigt.
Ist aber auch wieder typisch. Munition einer Schrotflinte und des Granatenwerfers kann das nicht zerstören. Aber das Schwert eines Kreuzritters. Eines magisch wieder auferstandenen Kreuzritters. Lara, es wäre jetzt echt schön, wenn ich was sehen würde. Ich gucke mich hier gerade so ein bisschen um in dem Raum, in dem ich gelandet bin. Ich höre meine Kreuzritter da hinten noch rumeiern. Ich weiß nicht, soll ich runter in diesen Raum springen, der mit Fackeln erleuchtet ist? Aber klettern können die noch nicht, oder? Ich glaube, nein. Also ich warte, bevor ich in diesen Raum mit den Fackeln runterspringe. Hast du dich oben umgeguckt? Ja. Ist oben irgendwie was? Fackeln waren da auf jeden Fall. Und so ein schräges Teil, wo wir nicht rüberkommen. Ja, das schräge Teil, wo wir nicht rüberkommen, habe ich gefunden. Und ich sehe die Fackeln. Und ich höre meine Kreuzritter. Eben, die machen immer noch Quatsch. Ja, dann. Sekunde. Gehen wir da runter. Sekunde. Ich habe noch Munition gefunden. Was für welche? Wieder Uzi-Munition. Wo war die denn? Auf der Seite, wo du die Fackeln gefunden hast. Wenn ich noch wüsste, wo das war. Okay, du hast die Seite, wo wir runtergekommen sind. Ja. Nach links geht es zu dieser Schräge, die wir nicht hoch können. Richtig. Und ziemlich genau rechts in der Ecke. Rechts in der Ecke von der Schräge aus? Nein, von deiner Position aus, wo du runtergekommen bist. Also du stehst vor dem, nach unten mit den Fackeln. Links hast du in der Ferne die Schräge. Ja. Und rechts hast du den Gang, ich sage mal Gang, der dich um die Ecke gehend zu den Fackeln gebracht hat. Ja. Und in dieser Ecke auf dem Boden liegt Uzi-Munition. Entweder habe ich die schon aufgehoben oder ich sehe sie nicht. Alles klar. Gut, dann gehen wir jetzt da runter. Ups. Muss wohl. Ist hier unten vielleicht noch was? Bevor ich jetzt zu dem komischen Wasser laufe. Wasser? Ja, da hinten schimmert es doch schon wieder so schön. Also ich habe hier einen Gang nach ganz weit unten. Also ich bin tot. Bist du ich habe ein Loch im Boden gefunden. Ja, das Loch im Boden. Hm? Ziemlich gleich, ziemlich links. Ja, aber ich habe es nicht gesehen. Oh. Ich bin da sofort reingefallen. Bei mir ist alles wieder sehr braun in braun. Ich bin in die Sequenz gelaufen. Sequenz? Also zum Wasser hin. Ja, genau. Wo genau? Nein, wir wollen da doch nicht hin. Gucken wir uns erstmal um. Okay. Und dann ist sie wieder vor mir, weil sie es doch tut. Ich wollte mir um die nächste Ecke gucken. Ach, bitte nicht. Ich würde gerne sein Gespräch mit mir hören. Ich würde gerne wieder von dem schwarzen Bildschirm runterkommen. Oh nein. Doch. Yep, ich darf mal wieder das Spiel beenden. Also heute ist es furchtbar. Ich würde mal gerne wissen, was das jetzt wieder ist. Ja, das kann ich dir so jetzt nicht beantworten.
Nee, ich hänge Aber wieder auf dem ansonsten. schwarzen Bildschirm. Okay, dann würde ich sagen, guck, dass du irgendwie den Speicherstand geladen bekommst, den du zuletzt hattest, also vermutlich hinter den Rittern. Ja. Und wenn dir es dann noch gelingt, diese Cutscene zu erreichen. Der bleibt ja immer auf dieser Cutscene, wenn die anfangen soll, hängen. Nun, wenn es dir irgendwie gelänge, dieses zu erreichen, Jetzt komme ich schon überhaupt nicht mehr in dein Spiel rein. wäre danach das Level zu Ende. Ja, schön und gut, aber ich schaffe es ja nicht, da reinzukommen. Jetzt komme ich nämlich schon wieder nicht mal mehr ins Spiel. Soll ich dann jetzt meine Aufnahme auf jeden Fall auch beenden? Ich versuche immer noch, da wieder reinzukommen. Ich würde ja jetzt schon gerne hinter diese Szene zumindest kommen. Ja, ich weiß. Das kann ich durchaus nachvollziehen. Ach, jetzt ist wieder Zugriff verweigert auf den Prozess, wenn ich ihn beenden will. Da, du musst weg. Du musst auch weg. Nein, Zugriff verweigert. Ja, muss ich jetzt leider wieder abbrechen. Ich erstelle hier gerade eine Panorama-Rundumsicht von dem unglaublich tollen Ort, wo wir danach landen könnten. Ja, wenn ich da jemals lande. Also, wie das heute läuft, macht es gerade echt überhaupt keinen Spaß. Boah, könntest du diesen blöden Prozess jetzt bitte ausmachen, damit ich wieder ins Spiel vielleicht reinkomme? Was genau machst du gerade? Ich versuche jetzt alles Mögliche, um da wieder reinzukommen. Jetzt machst du nicht wieder den Media Player auf. Die hat echt keinen Bock, oder? Zumindest wieder ins Spiel. Nachdem ich die CD einmal raus und wieder reingenommen habe. Okay, probieren wir noch mal zu dieser Cutscene zu kommen. Jetzt geht's. Hi von Kroll. Herrsch. Ah, vielleicht kannst du mir ja erzählen, was er gerade jetzt alles so Wunderbares Sekunde, du erzählt. redest gerade über ihn drüber. Fürchten Sie sich nicht vor Ihrem alten Kollegen. Ich benötige dringend die Rüstung, die Sie besitzen. Und was kriege ich dafür? Ich garantiere Ihnen Stärke, während alle anderen um Sie herum fallen. Sie erhalten die ultimative Macht, nämlich über Leben und Tod derer, die an Ihrer Seite kämpfen sollen. Und im Gegenzug werden sie ihnen zu Füßen liegen und sie vergöttern. Danke, aber davon habe ich schon mehr als genug. Und nebenbei,
Gib einem Schakal die Hand und der beißt gleich in den ganzen Arm. Also von Kreuel. Ja. Wollte das ja? Die Rüstung geben? Nö. Die haben uns hart erkämpft. Ja, und hat uns versprochen, dass wir dafür die Macht nicht über sterben. Leben und Tod über derer, die an unserer Seite kämpfen, erhalten. Was? Wir haben die Macht über den Tod derer, die an meiner Seite kämpfen? Ja, wenn wir ihm die Rüstung geben. So, ich habe nach der Cutscene gespeichert. Im, keine Ahnung, was, der Sphinx. Möglich. Der Sphinx-Komplex. Ja, sage ich doch. Lustiger roter Himmel und ganz viele Holzzäune. Ja. Gut, dann höre ich jetzt auch mit meinem Crofton Square Dance auf. So, Judy, will ich dir heute noch eine Chance geben? Ja, ich glaube, ich gebe Judy noch eine Chance.